Bringen Sie das Gepäck in den Wagen. Du denkst doch an morgen. Morgen? Sind wir schon einen Monat zusammen? Manchmal hat so ein Flugzeugabsturz auch wirklich was Gutes. So muss der alte Graf wenigstens nicht mit ansehen, was sich hier unterm Dach abspielt. Und mich würde interessieren, was er zu ihrer Scheinehe mit seinem Sohn gesagt hätte. Mich nicht. Na klar. Na Schatz, wann geht dein Flieger nach Dubai? Nicht bevor ich an Bord bin. Sag mal, tust du mir einen Gefallen? Hm. Du weißt doch, dass ich dir nichts abschlagen kann. Schmeiß die Brandnarren raus. Sie nervt. Ja, das hätte was. Zumal sie als Carlas Assistentin ein unverschämtes Honorar kassiert. Sowas langweilt mich noch nicht mal mehr. Nicht aufregen, das bringt doch nichts. Es wird höchste Zeit, dass jemand mal Ansgar in seine Schranken weist. Ja, und jetzt, wo Tanja in Dubai ist, ist dafür genau der richtige Zeitpunkt. Guten Morgen. Ich am Arbeiten? Haben wir verabredet? Für heute Nachmittag, wenn du Zeit hast. Ich würde bei Charlie einen Tisch für unser kleines Jubiläum reservieren. Ja, dafür nehme ich mir Zeit. Ich versuch's ja. Ärger? Ansgar. Oh, wo mein Stimmt. Nein, wir haben gerade alles besprochen. Und bis später. Ja. Ich freue mich. Habt ihr was Schönes vor heute? Wir gehen zu Charlie essen und dann sehen wir weiter. Ich habe sie ja gar nicht gefragt, wann. Egal, ich rufe sie gleich an. Das habe ich alles durchgeforstet. Nichts. Juristisch gegen Ansgar vorzugehen, das ist doch aussichtslos. Das hat doch Sebastian schon festgestellt. Ich nur wüsste, wie wir ihn kriegen können. Sebastian. Hast du eine Idee? Das ist vielleicht nicht die Lösung, aber das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, was denn? Sag mal, stünde dir nicht eigentlich ein Pflichtteil am Erbe der Lahnsteins zu? Und? Du bist Ludwigs Sohn. Und Ludwig war der große Bruder meines Vaters. Keine. Das deutsche Erbrecht ist so kompliziert. Wenn ich da was anfechten würde, dann müsste ich prozessieren. Das wird Monate dauern, wenn nicht Jahre. Du bist der Sohn des Haupterben. Und wenn er nicht die Familie verlassen hätte, dann... Fordere es ein. Dann sind wir wieder im Spiel, dann können wir gegen Ansgar kämpfen. Mein Gott, das ist so naheliegend, dass ich nicht viel eher darauf gekommen bin. Weil es aussichtslos ist. Wieso? Ansgar kann juristisch dagegen nichts unternehmen. Damit würde er nicht mal seine Zeit verschwenden. Sebastian, wir können ihm Kontra geben. Wir können seine Entscheidung blockieren. Juristisch gesehen habt ihr recht. Faktisch bringt's gar nichts. Mein Pflichtanteil ist so gering, dass es ihn nicht mal genug jucken würde, um sich zu kratzen. Das heißt jetzt, dass du ihm einfach so das Feld überlassen willst, ja? Nein. Ach, ist mir egal. Was? Ich habe gerade einfach andere Probleme. Carla, ich habe gerade meine große Liebe gegen die Wand gefahren. Wir können nur hoffen, dass sich Sebastian noch mal anders überlegt. Hoffen, ja, das bleibt uns. Aber was ist mit Rebecca? Als seine Schwester, da müsste... Nein, Carla. Das wäre ganz unklug, sie damit hineinzuziehen. Ist doch Ansgar noch weniger gewachsen als ihr Bruder. Ja, du hast ja recht. Frau Kleine, die Überweisung an Vornberg, die ist schon an die Buchhaltung weitergeleitet worden, oder? Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht einfach frei raus? So einfach ist das aber nicht. Und warum? Weil ich es so will. Ab sofort hast du keine Kompetenz mehr, auch nur einen Cent von Firmenkonten zu transferieren. Und selbst die Bleistifte auf Firmenkosten musst du dir von mir genehmigen lassen. Dir macht das wirklich Spaß, nicht? Irgendwie schon. Und falls es dich interessiert, ich werde Vorenberg noch heute informieren, dass wir in einer weiteren Zusammenarbeit mit seiner Klitsche nicht interessiert sind. Vater hat seit Jahrzehnten mit Vornberg Geschäfte gemacht. Na, ein Grund mehr. Ich finde, die Firma ist ein bisschen altmodisch und behäbig für die modernen Zeiten. Ansgar, wir sind Ihr wichtigster Kunde. Wir waren immer zufrieden. Wenn wir ihn jetzt kündigen, dann gehen Sie bankrott. Tja, was soll's.
Heutzutage greift doch ohnehin der Staat überall ein. Was habt ihr denn Schönes zu feiern, Carla und du? Die Liebe, das Leben und dass wir schon ein Wunder zusammen sind. Ach, Liebe kann so schön sein. Das hättest du auch alles haben können. Ja, aber mir war von vornherein klar, dass Carla viel besser zu dir passt. Und deswegen hast du den Weg freigemacht. Wie selbstlos. Nein, ich lasse mir meine Güte auch durchaus gut bezahlen. Ich habe die ersten Trüffel der neuen Saison reinbekommen. Es war noch ein bisschen früh, aber sie sind ein Gedicht. Und der Preis bestimmt auch. Ach, für Verliebte mache ich da einen Sonderpreis. Danke dir, Charlie. Du musst dich doch unterstützen, wenn du deiner schwer schuftenden Freundin die angenehmen Seiten des Lebens nahebringst. Das bringt doch nicht. Mir tut's gut. Weißt du, wenn du einen Bruder wie Ansgar hast, dann musst du ab und zu ausflippen, sonst drehst du durch. Du machst dich zum Gespött vor den ganzen Angestellten. Komm, bitte. Weißt du, warum wir so Schwierigkeiten haben, uns gegen Menschen wie Ansgar und Tanja durchzusetzen? Nein, ich habe keine Ahnung, weil wir ehrlich sind, weil wir mit lauteren Mitteln kämpfen. Genau, deswegen. Und deshalb sind wir immer unterlegen. Und was lernen wir daraus? Carla, du willst doch wohl nicht etwa. Warum nicht? Johannes war immer fair und integer. Ja. Und Ansgar macht alles kaputt, was er aufgebaut hat. Wenn wir was gegen Ansgar unternehmen wollen, dann müssen wir ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Carla kommt bestimmt gleich. Hör mal, willst du vielleicht mal eine Kleinigkeit essen? Danke. Weißt du was? Ich leiste dir beim Warten Gesellschaft. Hm? Wir stellen uns jetzt mal Champagner und schöne Trüffel und dann sitzen wir hier bei dem schönen Wetter. Und bis Carla kommt, haben wir schon einen Sitzen. Hm? Das ist lieb von dir. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber es ist einfach ein besonderer Tag für Carla. Stella, sie hat eben viel zu tun. Trotzdem hätte sie wenigstens anrufen können. Danke, Charlie. Wie kann es denn sein, dass Ansgar der Einzige ist, der finanzielle Transaktionen vornehmen kann? Sag mir das! Carla, wir müssen die Reißleine ziehen, sonst sind wir verloren! Meine Rede! Wie man seinen eigenen Bruder so hassen kann. Aber ich kenne seinen wunden Punkt. Das ist es. Was hast du vor? Das sage ich dir gleich. Sie sehen besorgt aus, Frau Mann. Ist Carla von Lahnstein schon im Schloss? Tut mir leid, ich habe sie zuletzt heute Morgen gesehen. Carla, endlich! Stella, es tut mir total leid. Ich weiß, ich habe dich sitzen lassen. Das ist ja nicht so schlimm, aber du hättest dich wenigstens mal melden können. Ich weiß, ich mach's wieder gut, versprochen. Was war denn los? Ja, Ansgar, was sonst? Weißt du, Elisabeth und ich, wir waren die ganze Zeit damit beschäftigt, eine Strategie auszuklügeln. Stella, hör zu, ich versuche, so schnell wie möglich Schluss zu machen und dann komme ich zu dir, ja? Einverstanden? Einverstanden. Okay, dann bis später. Tschüss. Okay, wo waren wir? Pass auf. Alles in Ordnung mit Stella? Ja, ja. War sie nicht sauber? Nein. Also, das Wichtigste in Ansgars Leben ist? Johannes? Ganz genau. Und da packen wir ihn an. Ich werde ihm damit drohen, seine Scheinehe mit Tanja vor dem Jugendamt auffliegen zu lassen. Carla, was soll das bringen? Ja, da muss er befürchten, dass er das Sorgerecht für Johannes verliert. Ja, ich weiß nicht. Außerdem, wie willst du das anstellen? Ich setze einen Korgel auf ihn an. Ein kleines Sorry. Du hast schon geschlafen, hm? Halb eins?
Klar habe ich schon geschlafen. Es tut mir leid. Du bist leider nicht in meinem Bett, weil ich nämlich auf dich gewartet habe, blöd wie ich bin. Es ging nicht schneller, wirklich. Aber jetzt bin ich doch da. Zu spät. Stella, ich weiß, dass es alles anstrengend für dich ist. Aber ich muss was gegen Ansgar unternehmen, sonst bringt er uns alle um unsere Existenz. Carla, bitte. Ich bin nicht in der Stimmung, um über Ansgar zu reden. Ich bin müde und ich muss ins Bett. Ja, ich doch auch. Allein. Verstehe. Dann bis morgen. Schlaf gut. Morgen. Guten Morgen. Oh. So früh und schon so fleißig. Oh, die sehen ja gut aus. Ich konnte ohnehin nicht schlafen. Was gibt es da Besseres als Bewegung an der frischen Luft? Verzeihen Sie bitte, wenn ich mich in etwas einmische, was mich wirklich gar nichts angeht. Aber Sie haben es im Moment nicht leicht mit Carla, nicht wahr? Ach ja, und ich hoffe, du hast den Bestellschein für dein Büromaterial schon ausgefüllt. Du brauchst nicht zu glauben, dass du unangreifbar bist, Ansgar. Was denn? Sollen wir deine kleinen Drohungen hier Angst machen? Ich meine, schau dich mal an, wer bist du schon? Eine Lesbe, die bald nichts mehr hat. Carla, hör nicht hin. Hör gar nicht hin. Komm gar nicht hin. Das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, wir sollten uns was anderes überlegen. Auf keinen Fall. Der Plan wird funktionieren. Aber das ist doch nicht der Punkt. Entschuldigung, ein kleiner Gruß aus der Küche. Das ist lieb, danke. Ja, entschuldigt mich bitte, ich habe ja ganz vergessen. Es tut mir so leid. Ich habe mich unmöglich belogen. Ich weiß auch nicht. Total egozentrisch und. Ich bin so froh, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich auch nicht. Unser erster Monatstag und ich lasse dich hängen. Sicherlich gibt es noch die ein oder andere Gelegenheit, bei der du es wieder gut machen kannst. Und außerdem, anstatt gleich eingeschnappt zu sein, ich auch ein bisschen mehr Verständnis für dich aufbringen kann. Weißt du, um ehrlich zu sein, die Sache mit Ansgar, die wird immer bedrohlicher. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn ja vorhin erlebt. Aber das hilft alles nichts. Du musst doch mal zwischendurch abschalten. Sonst machst du dich fertig. Ich weiß, aber das ist leichter gesagt. Als getan. Aber dafür bin ich da. Weißt du was? Ich glaube sogar, dass ich weiß, wie ich ihm das Genick brechen kann. Erzähl. Und dann wird die Sache über die Bühne gehen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Der Plan wird aufgehen. Glaub mir. Also nur, damit ich das richtig verstehe. Du hältst deinem Bruder einen Keugel auf den Hals. Mhm. Und davon lässt du dann Fotos machen, mit denen du ihn erpressen willst. Erpressen oder so? So würde ich das nicht nennen. Sondern? Ich will Ihnen nur darauf hinweisen, dass das Jugendamt es sicherlich höchst interessant findet, wenn es erfährt, dass die Verbindung zu Tanja eine reine Scheinehe ist. Nenn es, wie du willst. In meinen Augen ist das Erpressung. Ach. Und hast du mal drüber nachgedacht, auf wessen Kosten deine Aktion geht? Ja, auf Ansgars natürlich. Ihm wird nichts anderes übrig bleiben, als auf meine Forderung einzugehen, wenn er das Sorgerecht nicht verlieren will. Und was ist mit Hannes? Was soll mit ihm sein? Nichts, außer dass er vielleicht seinen Vater verliert. Ach, so ein Quatsch. Wenn Ansgar tut, was ich will, dann wird Hannes nichts passieren. Und was, wenn nicht? Du spielst mit den Gefühlen eines Kindes, das seinen Vater liebt und braucht. Wenn Ansgar nicht auf meine Forderung eingeht, dann kann es mit seiner Vaterliebe nicht weit her sein, oder? Ach, Carla, jetzt hör dir doch mal selber zu. So wie du sprichst, bist du kein Deut besser als Ansgar. Was soll ich denn machen? Soll ich mich weiter in seine Intrigen aussetzen? Ja, ich weiß doch auch nicht. Aber ich kann nicht glauben, dass du dich auf sein Niveau herabbegibst und damit in Kauf nimmst, dass Hannes verletzt wird. Ich kenne dich nicht wieder. Es ist nicht mehr die Frau, die ich liebe.
Jetzt übertreib mal nicht. Ich übertreibe? Du bist doch diejenige, die nicht mehr klar sieht vor lauter Wut. Stella, ich werde nicht mehr länger mit ansehen, wie Ansgar in seiner Selbstherrlichkeit uns alle ins Unglück stürzt. Und deshalb willst du ihm sein Kind wegnehmen? Ja, weil ich keine andere Wahl habe. Ich kann auch nicht mal mehr über die Konten der Holding verfügen, Stella. Ich, Elisabeth, wir alle, wir sind Ansgar hilflos ausgeliefert. Stella, bitte versteh mich. Ich muss mich gegen ihn wehren. Mit allen Mitteln. Ansgar ist auch nicht besonders zimperlich. Er liebt seinen Sohn. Er wird es nicht drauf ankommen lassen. Und wenn doch, dann lässt du es darauf ankommen. Er hat mich ins Gefängnis gebracht. Er hätte mich da verrotten lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Hast du das vergessen? Nein. Das ist trotzdem keine Rechtfertigung. Stella. Stella! Also frische Blumen habe ich besorgt. Und das Moos mache ich. Entschuldigen Sie, ich habe ständig Probleme mit dem Herd. Da wollte ich Sie mal fragen. Nein, jetzt nicht. Spaß. Herr Gott, doch mal, du bist hier zum Arbeiten. Schon gut, Stella, reg dich nicht auf. Und übrigens, die Hotelsinnen sind noch voller Läuse. Wenn du dich mal darum kümmern würdest, oder ist das jetzt unter der Würde des zukünftigen Pferdewirts? Stella, was soll das denn jetzt? Was soll was? Guten Tag, ich würde gerne eines Ihrer Mädchen buchen. Wollen Sie mir genauer sagen, um was es gehen soll? Um ehrlich zu sein, ist die Sache etwas kompliziert. Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten.